So, weiter am Text. Besuchen wir nochmal unseren besten Kumpel Yorinobu und ich warte eigentlich nur auf, dass Smasher hier gleich wieder auftaucht. Die Gebäudesperre wurde aufgehoben. Sei vorsichtig. Yorinobus Leute erwarten dich mit Sicherheit. Ja, ja. Ich werde dazustoßen, wenn die Situation unter Kontrolle ist. Ja, oder gar nicht. CEO. Hat sich tatsächlich das CEO... 67. Eine Arasaka-Leibwache stellt sich bei einem Attentatsversuch schützend vor den Tenno. Oh. 2071. Also sie haben keine Werbefernseher. Sicherheitsleute verhindern einen Massenaufruhr in San Francisco und bewahren die Stadt vor der Zerstörung. Yay. 2074. Arasaka-Leute decken eine Terrorzelle in Rio de Janeiro auf, woraufhin eine Anschlagsserie gestoppt und die Verantwortlichen hingerichtet werden. In Kürze kommt Netrunner Unterstützung. Das ist ja großartig. Bis dahin schieße ich mich hier durch, oder was? Ist ein bisschen Matrix-artig hier, ne? Liebe Arasaka im Jahr 2077 glänzen. Das weiß ich auch nicht. Die Wachen sind erledigt. Weiter vorne ist ein großer Raum, bewacht von den besten Leuten meines Bruders. Du weißt, was zu tun ist. Meine Netrunner haben sich um die Türen gekümmert. Du kannst weiter. Von denen jetzt kommt Netrunner-Unterstützung, die haben ja auch was gemacht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die andere Hälfte ich erschossen habe. Ich weiß nicht, ob die Typen hier gerade von der Granate von Osop gestorben sind. Das kann durchaus sein. Oh ja, eine Arena. Das wird ein hartes Stück Arbeit. Oh, fuck! Ja, schon wieder. Ich wusste es, verdammt! Ja, ja, ganz recht. Guck mal, hier gibt es wieder so lustige Wände. Wie waren meine ersten Treffer die besten, ne? Oh, fuck. Wahrscheinlich werde ich in diesem Kampf wieder 20 Mal sterben. Hey, hat auch Leute. Ja, das ist mehr als beim letzten Mal. Ich habe echt keine... Ich habe ausnahmsweise mal keine Cyberwehr-Punkte. Es ist gerade tatsächlich ein Problem, dass ihr so viele Ads hat und ich gerade echt keine Deckerpunkte habe, um was zu tun. Oh fuck, gegen Nahkämpfer bin ich ja. Kann ich die nicht treffen? Ich meine, das ist nur. Du Dreckstück! Okay, Freunde, ich habe wieder Punkte. Wenn ich das schon nicht erschießen kann, frag mich aber gerade eigentlich, warum, das hätte er eigentlich treffen müssen, oder? Ist der immer noch hinter mir, aber. So, den haben wir. So. Oh, warte mal, hier, das Geschützturme sind natürlich großartig. Nee, nicht auf manuell, ich würde das gerne umpolen. Ich kann nur Speicherpunkte. Ach, mir fehlt noch einer. Moment, das kriegen wir hin. Jetzt. Ich weiß gar nicht, ob das beide erwischt, ob sich das auch ausbreitet. Wie immer nach Rogue fragt. Ich frage mich, ob in der Johnny-Variante Rogue stirbt. Vorher, noch bevor wir hier sind. Wo ist denn jetzt schon wieder hin? Wie viele Speicherpunkte habe ich denn? Das könnte, glaube ich, für eine Cyberwehr-Störung reichen. Ne, es reicht für Ping. Ich würde hier gerne wieder rauskommen. Ach komm, machen wir es halt. Ich komme hier gerade aus diesen. Das hatte ich doch schon mal, oder? Schießt er die aus seinem Arsch raus, die Dinger? Na, ich kann auch durch Wände schießen. Hab hier gar kein Problem mit. Ich glaube leider, meine ungepolten Geschützturme tun nicht so Dinge, wie sie sollen. Denn an sich ist es ja angenehm, wenn er diesen komischen Raketenwerfer bemüht. Irgendwas? Oh, ich hab komisch angenommen. Also, es ist. Ich glaube, er hat tatsächlich nicht mehr allzu viele Bestandteile, oder? Wenn ich das richtig sehe. Das ist ja großartig. Adam Smasher ist endlich Geschichte. Entscheide über Smashers Schicksal? Okay, ich kann.
meinst du, Johnny? Der Wichser ist schrottreif. Das muss wohl reichen. Adam Smasher! Bleib einfach liegen, du rostiger Schrotthaufen. Jetzt habe ich den Schelm gar nicht getroffen, sondern wäre so tot. Was hältst du davon, Johnny? Das war für dich. Ich meine, das mussten wir jetzt einfach tun, oder? Ich meine, das Smasher am Leben zu lassen, wäre ja irgendwie lose Enden. Warum ist denn jetzt die Tür hier offen? Was? Naja, wir haben hier... Wir haben ja hier Yorinobus... Ihm darf auf keinen Fall etwas zustoßen. Naja, ich habe seine Pistole gezogen. Das Vergnügen überlasse ich dir. Möchte sich diese Tür bitte öffnen? Was sehe ich gerade? Freude nimmt ein wildes Ende. Was hat er denn davon Lustiges? Du? Wo ist meine Schwester? Deine geliebte Schwester? Die deine Leute fast umgebracht hätten? Sie sollte in Anwesen bleiben. Wo sie sicher ist. Ich habe versucht, sie zu schützen. Jede Gefahr, in der sie schwebte, ging von dir aus. Sonst keine. Wo ist sie? Tja. Sie kommt gleich. Bis dahin behalte ich dich im Auge. Was ist das für ein Mantel? Also tu nichts Dummes. Warum sollte ich? Ich habe alles getan, was ich konnte. Mir bleibt nichts. Die brauchst du nicht. Was hat er getan? Ich hatte nur noch eine Kugel. Und die ist nicht für dich. Feindliche Übernahme? Was erblickst du? Ich sag dir, was ich sehe. Einen fehlgeschlagenen Coup. Deine Leute da draußen haben grundlos Blut vergossen. Ja, das ist ja gerade auf Polnisch. Aber jetzt ist es vorbei. Kyoto. Dubai. Paris. Verloren. Diese Leute hatten heute eine Chance. Aber sie haben sie verloren. Eine Chance? Eine Chance worauf? Ihre Angst zu vergessen. So hilfst du den Leuten, ihre Angst zu vergessen? Indem du sie umbringst? Tut mir leid. Aber das verstehe ich nicht. Angst. Solange ich mich erinnere. Eine Sache muss ich ihn lassen. Er wusste, wie man den Leuten Angst machen kann. Saburo. Er hat mir mal gesagt, alles vom Wert ist wie Flaggen im Wind. Und der Wind ist die Angst. Und dann, weißt du, was er getan hat? Mir ins Gesicht gepustet. Doch dieses eine Mal lag er falsch. Bei anderen ging sein Plan auf. Er wurde gefürchtet. Selbst jetzt noch. Du warst dort. Idioten, die sich vor einem Toten fürchten. Erbärmlich. Das wollte ich ändern. Wärst du doch nicht aufgetaucht. Tja, das tut mir ja sehr leid. Du bist noch schlimmer als er. Saburo hat mit eiserner Hand regiert, aber brauchte keine Säuberung, um die Macht zu halten. Macht? Du glaubst, ich wollte Macht? Ja. Vor 50 Jahren jagten Terroristen dieses Gebäude in die Luft. Ja. Hab da
davon gehört. Und? Was hat es gebracht? Nicht viel. Gar nichts. Aber ich habe daraus gelernt, wenn Bomben hochjagen nicht reicht, was tun? Oh, das ist ja bitter jetzt. Selbst zur Bombe werden. Hanako. Nissan. Warteitazo. 世界が崩れ去る時は Wollte ich jetzt die Linke Saburo zu erschießen? Ich danke dir, Vi. Das wäre alles. Nicht ganz. Noch nicht. Ich halte mich an unsere Vereinbarung. Du gehst mit Helma. Und du? Ich bleibe bei meinem Bruder. Ach, komm, sehen wir uns dein Problem an. Aha. Es ist ein anderes Ende, ne? Fahren den Aufzug herunter. Das Schicksal ist mächtig flatterhaft, was? Wovon redest du? Du kämpfst dein ganzes Leben gegen irgendwas. Nur um am Ende selbst dieses Etwas zu werden. Buchstäblich. Achso, ich muss selber drücken? Das ist ja schrecklich. Auf eine letzte Fahrt gehen. Sie haut den Chip in ihn rein. Ah, nice. Das hatte ich mir ja schon fast gedacht, warum sie den mitgeschleppt hat. Das ist auf jeden Fall anscheinend das böse Ende. Wo landen wir jetzt? Oh, wir landen selber im Mikoshi als... Hey, wir haben alles Geld verloren. Landen wir jetzt einfach komplett im Mikoshi ohne Alt als Hilfe? Das ist natürlich extra bitter, ne? Yay, im Seelenknast. Da wird mich Johnny jetzt, glaube ich, richtig verfluchen für, oder? Ich meine, da kommen wir ja nicht mal in unseren eigenen Körper zurück. Ich glaube, in dieser Variante kann ich nicht zu Johnny werden, oder? Weil das zerstört ja auch nicht Mikoshi. Also das ist tatsächlich die schlechteste von allen Möglichkeiten. Vor allem, weil Yorinobu ja an sich eigentlich genau das wurde, was Silverhand wurde. Was wir ja eigentlich auch gesehen haben, ne? Als er die Macht übernommen hat. Beim anderen Ende. Es kommt bestimmt gleich an. Ich hab's dir aber gesagt. Es hat funktioniert. Ich hab's geschafft. Ja, doch nicht. Johnny, Hanako hat Wort gehalten. Wenn ich dich anguck, weiß ich noch, wie wir uns begegnet sind. Ich sehe dieselbe Person vor mir. Eine kleine Diebin mit großen Träumen. Hast dich kein Stück verändert. Du irrst dich. Die Vi, die ich war, hätte es nie hierher geschafft. Sie hätte nicht überlebt. War zu schwach. Ich bin stärker als sie. Mag sein, aber die alte Vi hätte nie jemanden verraten. Moment mal, du denkst, ich hab dich verraten? Schlimmer. Du hast dich selbst verraten. Oh, diesmal sitzt auf der anderen Seite vom Diner, ne? Was zum Teufel meinst du? Du verstehst es nicht. Der Biochip hat mehr als unsere Erinnerungen vermischt. Die Grenze zwischen V und Silverhand, die ist schon längst verschwommen. Aber ich bin noch hier. Ich weiß, was ich will und woher ich komme. Ich. Weißt du überhaupt, wer du bist? Tja, dieselbe wie die auf der Müllhalde stand, die sich entschlossen hat zu überleben, verbittert und traurig. Die Vi, die auf einer Müllhalde sterben sollte. Nichts hat sich geändert. Und dein Kampfgeist? Wie du dem Tod ins Gesicht rotzt? Wo kommt das alles her? So war ich schon immer. Das bin ich. Bist du dir da sicher? Wenn du dich an dein altes Ich erinnerst,
Woher weißt du, wessen Erinnerung du siehst? Wir sind miteinander verwoben, du und ich. Wir sind eins. Wenn du hier bist, um mir was zu sagen, dann nur, weil du es selbst hören musst. Ich will dir alles erklären? Lass mich ausreden. Ich möchte das alles erklären. Erklären? Oh, dann schieß los. Hör zu. Ich liege auf einem OP-Tisch und werde aufgeschlitzt. Arasaka-Ärzte holen jetzt den Chip raus. Ich meine, du wusstest, dass das kommt. Dass ich eines Tages wieder normal sein und mein Leben zurückhaben will. Scheiß auf normal. Was ist schon normal? Die schneiden ein Stück von uns raus und da bleibt nur eine klaffende Leere. Oh, ich kann als Konzern aufstehen. Was hätte ich denn tun sollen? Dir selbst. Schlecht aller Ausrede. Schon mal irgendwas von Loyalität gehört? Wenn du Schiss hast, dass Arasaka dich in einen neuen Seelenknast schmeißt, keine Sorge. Sie werden dich schreddern. Ah, du wirst es nie raffen. Es geht nicht um Arasaka. Nicht mal um Leben und Tod. Worum geht's denn dann, Johnny? Erleuchte mich. Es geht ums Prinzip wie. Das ging's schon immer. Es ist egal, wie viel Chrom du hast oder ob du dich jede wache Minute in der BD-Fantasie verkriechst. Definieren tun dich nur deine Prinzipien. Sie zeigen dir immer, wie du nach Hause kommst. Helfen dir wieder zurück zu dir, wenn du am Boden bist. Ist das das Motto, nach dem Rockerboy Silverhand gelebt hat? Nein, das ist etwas, was Johnny von V gelernt hat. Der alten V. Also das ist auf jeden Fall das ist ein sehr antagonistisches Ende. Ich will das nicht ewig in die Länge ziehen. Wir sehen uns, Johnny. Und danke für alles. Ohne dich wäre ich schon längst tot. Mehr als einmal. Jetzt bin ich wirklich gespannt, ob die andere Seite des Deals tatsächlich eingehalten wird. Weißt du noch Dex' Frage? Ruhiges Leben oder ruhmreich draufgehen? Warum weiß er das? Weiß ich noch. Ein Jammer. Hast die falsche Wahl getroffen. Aber interessant, das ist ja an sich das saubere Ende, ne? Ohne Probleme. Darüber hinaus sind diverse Hirnfunktionen noch immer gestört. Toll. Die neuralen Impulse wurden zum Neuralprozessor umgeleitet. Eine vorübergehende Maßnahme. Wann erhalte ich den vollständigen Bericht? Ich werde ihn Ende der Woche schicken. Professor Gusamer? Nochmals, Gratulation zum Erfolg. Auf Wiedersehen. Irgendwie sehen die Farben hier sehr falsch aus. Bereiten Sie das Zimmer der Patientin vor. Wo? Was? Wo ist Johnny? Sämtliche Engramme des Konstrukts wurden entfernt. Der Wahnsinn ist vorbei. Heißt? Er wurde wie vereinbart geschreddert. Ah. Ich höre... Lila. Was zum... Die Synästhesie ist vorübergehend. Wir mussten zusätzliche Synapsen im Gehirn schaffen. Das können die? Nicht schlecht. Cool. Synästhesie ist das Sehen von Farben, was eigentlich voll geil ist. Ich habe ein paar Gedächtnislücken. Wie bin ich hergekommen? Einige Erinnerungen sind unwiderruflich verloren. Andere kehren im Laufe der Zeit zurück. Bleiben Sie ruhig. Ihr Neuralprozessor ist überfordert. Unnötige Stressreaktionen verschlimmern die Situation nur. Bin ich noch wie? Ich war tot. Zweimal. Alles verlief planmäßig. Nein. Ich fühle mich leer. Irgendwie auseinandergezerrt. Bitte begleiten Sie die Patientin raus. Da sagt sie nichts mehr zu, ne?
Notizen. Der weitere Verlauf ist schwer einzuschätzen. Die Entfernung der Tumore war eine schwierige Aufgabe. Doch die Operation am Engramm war die eigentliche Herausforderung. Gehen wir. Kann ich noch Fragen stellen? Das Schiff Theseus, zerlegt in seine Einzelteile und wieder zusammengefügt. Dasselbe Schiff? Eine interessante Frage. Bitte begleiten Sie die Patientin raus. Wir sind Pioniere, die erstmals geistige siamesische Zwillinge getrennt haben. Ja, letztendlich kann sogar die menschliche Seele operiert werden. Recht arrogant, oder? Sind wir auf einer Raumstation? Wir sind auf einer Raumstation. Warum mussten sie diese Operation unbedingt in der Schwerelosigkeit machen? Also wir sind nicht schwerelos, weil sich das Ding wahrscheinlich dreht, aber... In Kyoto. Und hier den Ruf des Kuckucks. Sehnt's mich nach Kyoto. Ruhen Sie sich aus. Die Ärztin wird gleich bei Ihnen sein. Aha. Oh, ich kann mich anschauen. Also außer, dass ich immer noch lila höre. Und wie alles lila ist. Und wir sind halt auf einer Weltraumstation, ne? Das ist halt irgendwie so auch sehr interessant. Steht hier für Zeug drum? Pseudonitrin? Was? System zur Verhandlung von Hirnschäden. Springseile? Na gut, dann legen wir uns mal hin. Vor allem, sie hätten ja auch die Johnny-Erinnerung drin lassen können, ne? Obwohl, hätten sie nicht, weil das hieß ja, dass das die Gehirn, dass die Veränderungen unwiederbringlich waren. Komm her. Was? Ich warte auf dich. Bad. Aha. Geht den Grund der Geräusche nach? Yay, Weltraum. Also sind wir immer noch in Mikoshi. Das Ganze war nur ein... Hey, es ist wieder lila. Nix hat soeben eine Eilmeldung erreicht. Saburo Arasaka ist von den Toten auferstanden und lebt. Wenn auch im Körper seines Sohnes. Der CEO wurde vor über einem Monat für tot erklärt. Jedoch wurde bereits vor seinem Ableben eine Kopie seines Bewusstseins erstellt. Offenbar wurde es verwendet, um das Bewusstsein seines Sohnes und Nachfolger Yorinobu Arasaka zu ersetzen. Diese schockierende Entwicklung wurde zuvor in einer Pressekonferenz enthüllt. Yokoso, minasan, sofu wa yoku. Kare ochita hana wa eda ni modoranai to itte imashita. 人は誰も物心をついた瞬間から死を恐れるものです。私はかつてヨリノブに生を与えました。 Ja, aber der Bioschip funktioniert, macht doch von alleine nichts. Vor allem hat diese Brille auf, die er gar nicht bräuchte. Heute ist ein wirklich historischer Tag. Denn heute hat die Technologie das leere Versprechen der Religion endlich erfüllt. Saburo-sama, Makoto ni omedeku. Bitte machen Sie sich fertig. Die Tests beginnen bald. Guten Morgen. Kein, ich habe gute Nachrichten für Sie. Wir müssen heute eine Reihe an Tests durchführen. Behindern Sie den Ablauf bitte nicht. Diese Konzernmensch. Parietallappenuntersuchung. Benutzen Sie Ihren Kiroshi-Scanner und lesen Sie den angezeigten Text ab. Und es war faszinierend zu beobachten, sagte er, wie eine Seele ihren Lebensweg wählt.
Zuweilen bemitleidenswert, zuweilen lächerlich, zuweilen wundervoll und seltsam. Das reicht. Kognitiver Funktionstest. Lösen Sie den Würfel. Oh, es ist ein einfacher mit nur zwei Seiten. Hey. Verlinken Sie sich mit dem Gerät. Bestimmt eine super Idee. Meta-Bewusstseinsbildung. Initiiere Test. Die Patientin ist bereit für die Untersuchung. Meta-Bewusstseins-was? Engram-Operationen gehen mit einem erhöhten Risiko für das Auftreten von Persönlichkeitsstörungen einher. Der Test ist unumgänglich. Woher wissen Sie das? Also, von was wir bis jetzt gesehen haben, gab es nur ganz wenig Operationen. Wofür ist dieses Dingsbums gut? Zum Messen der Pupillenreflexe. Ich glaube, ich bin dümmer geworden. Was sollen diese Tests eigentlich testen? Initiiere Gerätskalibrierung. Antworten Sie auf die Stichwörter mit dem ersten Wort, das Ihnen einfällt, ohne nachzudenken. Ich werde nachdenken. Reise. Odyssee. Zu Hause. Die Stadt. Feind. Die Stadt. Prinzipien. Ich. Verrat. Die Stadt. Ob ich immer mit die Stadt antworten könnte? Sie sind in einem Maisfeld. Hohe grüne Pflanzen, soweit das Auge reicht. Das Grün? Sonnenlicht ist grell und blendet. Die Maispflanzen teilen sich, während sie voranschreiten. Sie erreichen eine Lichtung, die von einem Mähdrescher hinterlassen wurde. Ihr Mund ist trocken und klebrig von der Hitze. Zu ihren Füßen ist ein Nest. Ich erwarte ein rotes Flugzeug. Die Maschine hat den weichen Boden aufgewühlt. Sie entdecken blinde, neugeborene Feldmäuse um das Muttertier. Die Maschine hat sie in zwei geteilt. Die Tiere liegen in perfekter Symmetrie, wie eine winzige Blume. Ihr Mund wird wässrig. Ein Schatten breitet sich langsam auf dem Boden aus. Die erste Regenwolke des Jahres. Ja. Gut. Messungen abgeschlossen. Achso, ich hätte sie nicht geschlagen. Das werden wir sehen. Aha. Motorischer Funktionstest. Betreten Sie das Laufband. Aha. Also an sich glaube ich, dass die Welt in einer wesentlich schlechteren Verfassung ist, schon wegen der Dinge, die ich getan habe. Motorischer Funktionstest. Verbinden Sie sich mit dem Gerät. Worum geht's bei diesem Test? Gehen Sie? Werden Sie allmählich schneller? Es bewegt sich übrigens nichts. Ich warte das hier einfach mal ab. Oder das soll ich ja meine Rebellion zeigen. Ich habe keine andere Wahl, als das zu machen, ne? Dann mach das. Was soll das beweisen? Ich weiß, dass ich laufen kann. Wir müssen heute eine Reihe an Tests durchführen. Behindern Sie den Ablauf bitte nicht. Achso, ich muss tatsächlich gehen. Hätte ich vorher schon machen können, ne? Wie schlag ich mich? Kontrollieren Sie Ihre Atmung. Um 3 Stufen beschleunigen. Yeah. Ich nehme mal stark an, dass ich leicht geschwächt sein müsste. Scheiße. Bin wohl nicht so fit, nehme ich an. Ja, nice. Ich bin bereit für die Reha. Steh auf. Hier kannst du nicht bleiben. Diesmal gibt es eine Schleuse.
Gut, die werden auf einer Raumstation wahrscheinlich auch Nacht- und Tagzeiten haben, oder? Oh, Jackie? Steht immer noch unter Schock, nachdem bekannt wurde, dass Saburo Arasaka von den Toten wiederauferstanden ist, im Körper seines Sohnes, Yorinobu Arasaka. Das hatten wir schon. Ein offener Protestbrief, der sich gegen diese Wiederauferstehung ausspricht, wurde sowohl von diversen religiösen Führern als auch Menschenrechtsorganisationen und Virtu 100 signiert. Das ist eine Abscheulichkeit, die einer ungehinderten Eitelkeit, technokratischer Arroganz, dem völligen Verfall der Moral entspringt. Bedauerlich. Unsere Position ist klar. Saburo Arasakas menschenverachtende Machtübernahme verletzt internationales Recht. In so einem Fall ist ein Schiedsverfahren absolut notwendig, um bei... Wollen wir wirklich in einer Welt leben, in der die Reichen und Mächtigen unsterblich werden können? In der sie weiterhin von den Ärmsten der Armen profitieren, ihnen ihre Lebensgrundlage... Aber ich dachte, du kannst... Es gibt sowieso schon lebensverlängernde Mittel. Spielen nicht Gott! Spielen nicht Gott! Das ist jetzt ihr Problem nach all der Cyberware? Doch Saburo Arasakas Antwort auf die anhaltenden Proteste spricht eine ähnliche Sprache. Es gibt keine Beschwichtigungspolitik. Ich höre immer noch Lila übrigens. Es ist natürlich auch witzig, dass er jetzt quasi seinen Sohn ermordet hat, nachdem der Sohn ihn ermordet hat. Eine Organspende! Yay, mehr Tests! Ich freue mich über mehr Tests. Fertig, die Tests beginnen bald. Toll. Na, ich schau mal nach. Gibt's schon Ergebnisse der letzten Tests? Nein, wir sind noch nicht fertig. Wir beginnen heute eine neue Reihe an Tests. Von mir aus. Na los, bringen wir's hinter uns. Kognitiver Funktionstest. Hey, ich klinge schon ein bisschen besser, oder? Lösen Sie den Würfel. Oder geht's mit mir bergab? Wahrscheinlich geht's mit mir bergab, oder? So wie es vorher auch schon was Alt Cunningham mir erzählt hat. Nächster Test. Verbinden Sie sich mit Ihrem Direct-Link. Ich baue ab, ne? Meta-Bewusstseinsbildung. Initiiere Test. Die Patientin ist bereit für die Untersuchung. Dasselbe? Nochmal? Wir brauchen verlässliche Werte. Warum kann ich den Scheißwürfel nicht lösen? Das versuchen wir herauszufinden. Fangen wir schon an. Gerätskalibrierung. Antworten Sie auf die Stichwörter mit Ihrer ersten Assoziation. So schnell wie möglich, ohne zu denken, schon klar. Krankheit. Tod. Rebellion. Johnny. Ich selbst. Transformation. Die Gegenwart. Einsamkeit. Die Zukunft. Die Stadt. Dieser genervte Tod und die Stadt, ne? Das Petrochem ist es? Better Life ist es? In einem Maisfeld. Hohe, grüne Pflanzen, soweit das Auge reicht. Das Sonnenlicht ist... Sie erreicht... Yeah. Ihr Mund ist trocken und klebrig von der Hitze. Zu ihren Füßen ist ein Nest. Die Maschine hat den weichen Boden aufgewühlt. Sie entdecken blinde, neugeborene Feldmäuse um das Muttertier. Die Maschine hat sie in zwei geteilt. Die Tiere liegen in perfekter Symmetrie, wie eine winzige Blume. Ihr Mund wird wässrig. Ein Schatten breitet sich langsam auf dem Boden aus. Die erste Regenwolke des Jahres. Tja, merken kann ich mir anscheinend noch Dinge.
Messungen abgeschlossen. Wir fahren nun mit dem motorischen Funktionstest fort. Bitte betreten Sie das Laufband. Tja. Also ich sehe mich hier schon auf dieser Raumstation sterben, ne? Weil ich bin hier halt immer noch in Arasakas Hand. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie mich nicht gehen lassen. Aber wir haben, wo wir erwacht sind, haben wir Hanako gehört. Dass sie irgendwer mehr interessiert war, ne? Ob ich jetzt da hinkomme? Warum muss ich mir das jetzt extra... Muss das letzte Mal mit Bravour bestanden haben, hm? Langsam gehen. Ich kenne meinen Körper. Werd's nicht lange durchhalten. Die Tests sind notwendig. Sie müssen durchgeführt werden. Soweit nicht schlecht, hm? Etwas schneller. Um 3 Stufen beschleunigen. Ich frage mich immer noch, warum wir eigentlich im Weltraum sein müssen. Ich schaff's nicht. Muss aufhören. Ende der heutigen Tests. Kommunikation wurde freigeschaltet. Sie können nun Telefongespräche tätigen. Zur Erde. Yay. Die bestimmt überhaupt nicht überwacht werden, oder? Rufe die Menschen an, die dir nahe sind. Wie geht's? Hey, das würde ich dich gern fragen. Bin den Biochip los. Hat Arasaka das gemacht? Ja, sitze auf ihrer Orbitstation. Alles klar. Komm vorbei, sobald du zurück bist, okay? Dann untersuche ich dich gründlich. Wie geht's Misty? Naja, nachdem du weggegangen bist, ist sie zu ihrer Familie. Wahrscheinlich für eine ganze Weile. Sie hat mir eine Postkarte geschickt aus Warschau. Mit einem Eisbären drauf. Grüß sie von mir, wenn sie zurückkommt. Grüß sie selbst. Also das Ding ist, das hört sich jetzt an wie diese... Die Anrufe, die du sonst gekriegt hast auf die Mailbox in dem anderen Ende. Ehrlich gesagt ging's mir schon besser. Was soll ich da aus der Ferne tun? Übers Telefon? Ich wollte nur reden, Vic. Komm, du kennst mich lang genug. Ich bin nicht gut mit sowas. Und Misty ist nicht in der Stadt. Was soll ich denn bloß tun? Dich zusammenreißen und selbst entscheiden? Du hast mir und dir selbst bewiesen, dass du das kannst. Danke für den Rat, Vic. Klingt nach einem Plan. Ich renne jetzt hier nicht andauernd im Wappentoren runter. River? Warum gerade River mir wichtig ist? Hey, ist gerade schlecht. Hat das Zeit? Ich wollte nur reden. Sorry, ist wie gesagt gerade schlecht. Muss dich zurückrufen. Nice. Herrscher Arasaka, War Power 2, Rehabilitation und Training. Panam? Hey. Hey. Wow, die Stimme habe ich ja schon lange nicht mehr gehört. Wie läuft's bei dir? Ich rede gerade mit Mitch. Er will, dass ich auflege. Wuchtelt wild mit den Armen rum. Sag ihm, er soll sich ins Knie ficken. Und dass ich das gesagt habe. Er sagt Hallo. Zu dir und deiner ehrwürdigen Mutter. Hör mal, ich sitze in einem Drecksloch fest. Ist so richtig scheiße. Dann verlass das Drecksloch. Komm nach Hause. So leicht ist das nicht. Leicht ist ein gutes Wort. Manchmal richtig wundervoll. Solltest du öfter mal sagen. Sorry, Mitch rastet gleich aus. Ich muss dich zurückrufen. Aha. Großartig. Erstmal mal. Hey. Hey, wie? Das Finale von Kleine Fette Konzernratten kommt gleich. Ich ruf dich später zurück, okay? Wie passend. Okay, schon gut. Viel Spaß. Danke, bis dann. Schön, wie niemand Zeit für mich hat. Bin mal gespannt, ob Judy überhaupt mit mir reden möchte. Hallo? Na endlich, wie? Verdammt, ich versuche schon seit Tagen, dich zu erreichen. War beschäftigt. Eine Menge los bei mir. Was zum Teufel ist los? Hab den Chip aus dem Kopf bekommen. Nein. Echt? Machst du Witze? Nein. Hatte gerade den Eingriff. Geht mir noch nicht so gut. Wo bist du? Auf einer Orbitstation von Arasaka. Oh, ich glaub, mir wird schlecht. Wie, du Idiotin? Komm zurück zur Erde. Sofort.
Weißt du, ich glaube, ich verliere langsam meinen Verstand. Fuck. Dieser Ort hier, der treibt mich in den Wahnsinn. Wie? Hörst du dir überhaupt selbst zu? Ich meine Arasaka. Du lässt dich von denen in den Orbit bringen, in deinem Kopf rumwühlen und jetzt beschwerst du dich? Naja, nun. Die Ärztin hier ist eine richtige Fotze, ernsthaft. Foltert mich ständig mit irgendwelchen blöden Tests. Nimm nichts, was sie dir geben. Nichts. Klingt abgedroschen, aber ich glaube, die verheimlichen mir was. Okay, das reicht. Reiß dich zusammen, setz dich in den Shuttle und komm verdammt nochmal nach Hause. Es ist so schön, deine Stimme zu hören. Ich bin so froh, dass es dich gibt. Egal wo. Scheiße, wie? Ich dachte, du bist tot. Ich weiß nicht, was ich mache, wenn du nicht mehr da bist. Warum wackeln die Bonsais ja eigentlich so? Okay, ich leg jetzt auf. Und ich will dich in ein paar Stunden wieder hier auf der Erde sehen. Nein. Sofort. Ha. Neurale Schnittstelle. Mit den Satelliten verbunden, in Schwerelosigkeit angepasst. Hanako? Die überhaupt rangeht? Nein, sie geht natürlich nicht ran. Aber das war ja wieder klar, ne? Na gut. Mal sehen, wo wir überhaupt noch aufhören. Wie gesagt, das hat sich gerade total nach den Abspann angefühlt, die Leute anzurufen, ne? So ein letztes Tschüss und dann... Wahrscheinlich kriege ich jetzt gleich einen Nachricht, dass die Verbindung mal doch zu viel ist. Es geht doch alles vorbei. Hey, ich sehe keine Farben mehr. Hat sie vorher schon ein blaues Outfit gehabt? Das sah in lila Welt irgendwie anders aus. Trotzdem finde ich das komisch, dass die Bonsai-Bäume sich so bewegen. Kognitiver Funktionstest. Lösen Sie den Würfel. War es nicht schon falsch? Hä? Oh! Der Magier! Dessen gab's Farben, weil das in meiner Vorstellung war. In den vergangenen Wochen sind die Spannungen zwischen den Unternehmen Arasaka Corp und Minitec auf besorgniserregende Weise eskaliert. Mehrere Experten und Analysten warnten vor der drohenden Möglichkeit eines bewaffneten Konflikts. Die Spannungen spitzten sich zu, als Erbe Yorinobu Arasaka die Führung nach dem Tod seines Vaters Saburo Arasaka übernahm und Militech beschuldigte, diesen ermordet zu haben. Allerdings trat nach der Rückkehr von Saburo Arasaka ein unerwarteter Sinneswandel ein und die Situation zwischen den Rivalisierenden. Warum liegt da so ein Lock? Scheint entschärft. Saburo Arasaka und NUSA-Präsidentin Myers stimmten einem persönlichen Treffen zu, um das Fundament für einen dauerhaften Frieden zu legen. Der erste Schritt des guten Willens wurde heute unternommen, indem der Arasaka-CEO 15 bewaffnete Fahrzeuge der konzerneigenen Aka-Ashi-Reihe. Hey, sag mal, diese Tests, dauern die noch lange? Wir brauchen verlässliche Werte. Das kenne ich aber ja. Ich halte das nicht mehr aus. Was auch immer sie da eigentlich tippt. Kognitiver Funktionstest. Wie sie mir jedes Mal diesen scheiß Würfel in die Hand drückt, ne? Lösen Sie den Würfel. Wie sie selber auch schon... Oh. Ach so. Bitte aufrichten. Antworten Sie auf die Stichwörter mit dem ersten Wort, das Ihnen einfällt. Ohne nachzudenken. Loyalität. Arasaka.
Oh, kommt jetzt das. Antworten Sie auf die Stichwörter mit der ersten Sache, die Ihnen in den Kopf kommt. So schnell wie möglich, ohne nachzudenken, ja. Menschheit. Ich. Betreten Sie das Laufband. Wahrscheinlich geht es so lange, bis ich Widerstand leiste, oder? Verändert sich irgendwas? Nicht wirklich, ne? So schnell wie möglich, ohne darüber nachzudenken. Also, wir sind hier. Hanako Arasaka. Ich will mit ihr reden, sofort. Kognitiver Funktionstest. Lösen Sie den Würfel. Ich gucke halt, wie lange ich mitspielen kann, aber ich muss so weit ausrasten, oder? Das ist der vorgesehene Pfad. Scheiße, ich hab's geschafft. Zufall? Es ist halt die Frage, ob das jetzt hier irgendeine Art von Konditionierung war. Morgen. Steh bitte auf. Hellmann? Mittlerweile liegen da das weiter. Ausgerechnet dich habe ich hier nicht erwartet. Das Leben steckt voller Überraschungen. Schrecklicher Ort. Gefällt mir nicht. Könnte einen wahnsinnig machen. Ach. Was willst du? Sie wollen, dass ich mit dir rede. Frag mich, warum sie ausgerechnet dich geschickt haben. Ich habe schlechte Nachrichten. So schlecht, dass sie von jemandem kommen sollen, den du kennst. Toll. Und wie es scheint, bin ich das einzige vertraute Gesicht im Umkreis tausender Meilen. Toll. Ich muss echt gestorben und in der Hölle gelandet sein. Heißt doch Hölle. Hör zu. Der Eingriff war ein Erfolg. Wir haben den Biochip entfernt. Doch der Schaden, den er angerichtet hat, ist enorm. Auf genetischer Ebene bis hin zu veränderter DNS. So etwas sieht man sonst bei Strahlungsopfern. Und leider ist es tödlich. Soll heißen, ich werde sterben. Erneut. Noch haben wir nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Wie viel Zeit bleibt mir noch? Vermutlich 6 Monate. Danach wirst du abbauen. Und zwar schnell. Die Zeit unmittelbar vor deinem Tod wird die schlimmste werden. Na toll. Ich will mit Hanako Arasaka reden. Ich fürchte, das geht nicht. Wir hatten einen Deal. Und beide Seiten haben Wort gehalten. Du, dein Fall. Deine Probleme interessieren Hanako nicht länger. Toll. Hanako Arasaka hat versprochen, mein Leben zu retten. Genau deshalb hat sie mich geschickt, um deine Möglichkeiten zu besprechen. Möglichkeiten? Was für Möglichkeiten gibt's noch? Ich wurde schon aufgeschnitten. Der Arasaka-Konzern hat die Fähigkeit, den Tod zu überlisten. Wir brauchen nur ein wenig Vertrauen von dir. Das letzte Mal, als ich euch vertraut habe, bin ich hier geendet. Nun, du könntest Teil unseres Pilotprogramms Sichere deine Seele werden. Dein Körper ist nicht mehr zu gebrauchen. Du musst ihn verlassen. Wir werden ein Engramm deiner Seele erstellen und in Mikoshi lagern. Oh, toll! Warum kriege ich nicht einfach einen neuen Körper? Wir müssen noch das Kompatibilitätsproblem lösen. Und bei Saburo Arasaka gab's keine Kompatibilitätsprobleme? Du hast keine eigenen Kinder. Und auch keine Klinik, die sich ausschließlich um deinen Fall kümmert. Woher weiß ich, dass es nicht wieder einer eurer Tricks ist? Ein Trick? Vielleicht will Arasaka nur einen nervigen Dieb bestrafen. Oder Saburo will noch eine Seele für seine Sammlung. Die Arasakas sind Götter geworden. Du bist ein Nichts für sie. Unbedeutend.
dann ist das deine süße Rache. Sieh dich an. Dein Lebenswerk hat Saburo zu einem Gott gemacht. Aber du, du stehst hier als jämmerlicher Sterblicher. So wie du. Warum sollte ich jemanden, der mein Schicksal teilt, quälen wollen? Mein Auftraggeber hat dir ein Angebot gemacht. Und ich finde, wir sollten es in Ruhe diskutieren. Das Ende ist wirklich unfassbar finster. Nehmen wir an, ich willige ein. Dann lande ich in Arasakas Seelenknast und bin ihnen ausgeliefert? Muss ich dich noch nach dem Haken fragen? Es wurde alles in einem Vertrag festgehalten. Das ist deine Garantie. Du musst ihn nur unterschreiben. Wenn du weiterleben willst. Da eine digitalisierte Psyche rechtlich gesehen kein Individuum ist, enthält der Vertrag die Aufgabe all deiner Rechte. Natürlich nur vorübergehend. Dem Verkäufer? Nein, ich lasse mich nicht zu Arasakas Eigentum machen. Die bisherigen Teilnehmer des Programms sind alle bekannte, einflussreiche Menschen. Wir haben noch keine Beschwerden. Und wenn ich ablehne? Deine Sachen sind gepackt. Ein Shuttle wird dich zurück zur Erde bringen und du wirst noch vor dem Winter tot sein. Ich weiß, dass das keine leichte Entscheidung ist. Denk gut drüber nach. Ich habe ja hoffentlich ein Savegame, kann beides ausprobieren. Ich mache erstmal das hier und guck dann mal, wie weit das Savegame zurückgeht. Ich will leben. Wie die meisten. Es gibt keinen Grund zu warten. Wir können gleich anfangen. Richtiger Devil Deal, ne? Wir sehen uns in der Zukunft. Hoffentlich. Ja, wir sehen uns. Oh, ich habe eine Tarotkarte gekriegt. Das Personal übernimmt ab hier. Der Teufel! Ich kann die nicht angucken, das ist ja dämlich. Hey, wie heißt du? Hajime. Darf ich dich was fragen, Hajime? Was würdest du jemandem sagen, der ins Gefängnis seines größten Feindes spaziert, um sein Leben zu retten? Ich würde sagen, gut, aber vergiss nie, wie du nach Hause kommst. Ich will Arasakas übergeben. Es ist ein richtiges Feel-Bad-Ende. Hängt sie sich die Kette um, die sie sonst immer weggeworfen hat. An sich ist das Ende aber auch mega offen und würde sich für eine Fortsetzung am besten eignen, ne? Das klingt jetzt sehr kanonartig. Mit. Was? Aber es ist natürlich auch interessant, dass es. Hey, wie?
ist die Aussicht von da oben? Ist die Erde so schön, wie immer behauptet wird? Oder ist das auch nur eine Lüge? Denk dran, dass deine Implantate für die Schwerkraftbedingungen der Erde hergestellt wurden. Könnten im Orbit verrückt spielen. Komm bloß nicht auf die Idee, Fehlermeldungen zu ignorieren, okay? Das Ding ist... Und wenn du wiederkommst, falls du zurückkommst, mache ich einen Rundumcheck. Vielleicht kriegst du sogar einen kleinen... Aber selbst Arasaka konnte Wies Körper nicht retten, obwohl der Chip das gemacht hat. Das ist die Veränderung. Weißt du? Hey, Wie. Hab gehört, du bist jetzt ein... Pez Gordo. Hast es geschafft, hm? Naja. So sehr, dass du mich nicht einmal die Woche anrufen kannst. Oder nicht wenigstens einmal im Monat. Vergiss nie, wo du angefangen hast. Und mit wem. Boah, ist das Ende traurig. Meine Tür steht dir immer offen, Mi. Essen steht immer auf dem Tisch. Mi casa es su casa. No se te olvide. Ahí te veo, Mi. Oder auch nicht. Meine, wessen Körper kriege ich denn? Selbst wenn es ein... Von den... Hey, Vi. Wollte mich nur, kurz verabschieden. Ich habe beschlossen, die Stadt endgültig hinter mir zu lassen. Mir ist klar geworden, dass man hier nur zwei Möglichkeiten hat. Entweder wird man ein Arsch, oder man wird irgendwann von einem umgebracht. Ich hoffe, du findest eine andere Möglichkeit. Nur schade, dass es so enden musste. Ich wünsche dir ein schönes Leben, Bee. Wann immer das sein mag. Hey, Bee! Wie läuft's so? Das Wetter an den Badlands ist angenehm wie immer, mein Kühler ist durchgeschmolzen, es sind mehr als 30 Grad im Schatten, ein Sandsturm nach dem anderen, also, du verpasst was. Aber mal im Ernst, uns geht's gut. Saul und ich kommen irgendwie miteinander klar. Die Familie wird immer größer, die Arbeit stapelt sich, aber ist immer gut, wenn man Beschäftigung hat, stimmt's? Für andere ist es Wies Ende gar nicht so schlecht. Zumindest für Saul, würde ich sagen. Wenn du nicht gewesen wärst, würde ich vermutlich immer noch durch Night City stolpern. Wollte mich nur kurz bei dir bedanken. Für alles. Ich wäre immer noch völlig planlos, wenn du mich nicht in die richtige Bahn gelenkt hättest. Hm. Na gut, Wie. Wir hören uns bald. Meld dich mal wieder. River? Nee, Saul. Saul hier. Hab gehört, dass in Night City was Großes vor sich geht und dass eine gewisse Wie die Hauptrolle spielt. Keine Ahnung, was du jetzt vorhast. Aber denk dran, wir kümmern uns immer um unsere Leute. Und, bist jetzt einer von uns, Wie. Gehörst du den Alde Kaldos? Vergiss das nicht. Pass auf dich auf, ja? Und wir sehen uns. Wie? Hey! Hörst du mich? Shit, zeichnet das Ding hier auf? Okay, also... Wir alle haben uns gefragt, wann du endlich mal vorbeikommst. Ach, tja... Grill anschmeißen. Uns ein paar Drinks gönnen. Rennen fahren. Oder Raffenschiff einen Besuch abstatten. Was ich sagen will... Die Badlands könnten ein Teufelsweib wie dich gebrauchen, Wie. Ich weiß ja nicht, was bei dir gerade abgeht. Aber denk dran, dass du hier draußen jederzeit willkommen bist. Es ist so bitter mit den Nomaden, okay, dass sich drei unterschiedliche Nomaden anrufen und... Du bist halt einfach tot. Oder im Knast. Broke hier. Ich wollte nur... Oh, Mailbox. Warum nicht? Wie? Ich hab mich gefragt, ob du Johnny was ausrichten kannst. Zwei Sachen, kenn ich schon. Genau zu sein. Erstens... Er ist ein arroganter, egoistischer Hurensohn. Und zweitens, war nett, mal wieder mit ihm zu sprechen. Den Tag hatte ich schon. Hör zu, ihr beiden. Passt gut auf euch auf, ja. Ob River sich nochmal meldet? Hey, Wie, gerade ist was Lustiges. Ach, scheiße, schon wieder der AB. Gehst du jemals ans Telefon? Ernsthaft? Wohl nicht mehr. Der Data-Term-Kundendienst ist schon schwer an die Strippe zu kriegen, aber du... Was wollte ich jetzt? Ach ja, der Agent von Askrex hat mich angerufen und gefragt, ob ich mit denen auf Tour will. Und ich so,
nur über meine Leiche. Aber dann habe ich gedacht, der bleibt gleich. Es könnte vielleicht lustig werden. Ja, weiß. So, da hast du den neuesten Klatsch und Tratsch, falls es dich interessiert. Ruf zurück, wenn du kannst. Okay? Tja. Ah, doch, hey, über. Hey, also, folgendes. Da hab ich voll ignoriert. Vom 5. Revier haben den illegalen Waffenladen hochgenommen. Abgesägte Gewehre, Taser, Senfgaskanister. Der Befehl von oben lautete, alles dem Erdboden gleich zu machen. Aber dann dachte ich, vielleicht kann man das Zeug besser nutzen. Für eine gute Sache. Hab nicht vergessen, was du für mich und Randy getan hast. Die Stadt braucht mehr Leute wie dich. Und ich sorge dafür, dass sie gut ausgerüstet sind. Das hier geht auf mich weh. Wir sehen uns. Das war der letzte, oder? Oder? Ach, Perales ja noch. Aber gut, das Ding kennen wir auch schon. Hey, hier ist Perales. Kann ich das abbrechen? Wie? Das musst du hören. Aber zunächst musst du irgendwo hin, wo niemand dich belauscht. Also, meine Frau, Elizabeth, steckt in der ganzen Sache mit drin. Kommt danach sie noch was? Ständig, ich soll auf mich aufpassen. Steht darauf, dass ich diese Pillen nehme. Sagt, das wären Vitamine. Ich glaube, Perales war der Letzte. Ich habe das Labor analysieren lassen und alles sieht okay aus. Aber woher weiß ich, dass niemand das Ergebnis verfälscht hat? Tja. Also, ruf mich an, wenn du eine Minute hast, okay? Ach ja, und vergiss nicht, die Nachricht hier zu löschen. Nee. Das waren jetzt aber alle, oder? Ja. Nein? Misty? Hey, wie? Orbitalverbindungen sind schweineteuer, also komme ich direkt zum Punkt. Sie ist wieder in ihrem Namen? Ich musste an dich denken, also habe ich mal schnell die Karten gelegt und... Oh je. Der Narr, der Mond, die Hohepriesterin. Das sind ganz üble Karten. Behalte deine neuen Freunde gut im Auge, Vee. Das ist mein Ernst. Jetzt haben wir es geschafft. Na gut, dann... Aber verlierst du ja wirklich alles mit den Dingen. Das ist das Arasaka-Ende, das ist noch wesentlich dunkler, als ich dachte. Das ist ja, ich meine, sie hält das Wort und dann am Ende hilft es trotzdem nicht. Das ist, für einen Moment dachte ich tatsächlich, du kommst wirklich aus der Scheiße raus mit der Veränderung des Körpers, wie auch immer der Bioship das macht. So. Jetzt muss ich kurz gucken, was genau man eigentlich von Arasaka kriegt, wenn man hier. Gibt's eine Waffe? Ist das Ding? Gibt wahrscheinlich kein besonderes Messer. Gibt es eine Jacke? Hä, warum habe ich denn schon wieder diese komische Alicaldo-Jacke? Oder kriege ich die Alicaldo-Jacke jetzt immer, weil ich halt einmal das Alicaldo-Ende mit diesem Schal gespielt habe? Das wäre langweilig. Muss ich mir ganz ehrlich sagen. Was selber wäre vielleicht? Nö. Aber ich hatte sogar nicht, hatte einen legendären Waffenglitch, den ich nie benutzt habe. Das ist ja ärgerlich. Okay, gut, aber dann laden wir kurz mal den letzten Moment vor Helmern. War nur das 140? Ja, scheiße, das ist... Das war, da war ich schon im Flur, ne? Da war schon alles vorbei. Das ist wahrscheinlich relativ lang jetzt, oder davor, oder? Weil ich will halt einfach nur sehen, ob die Entscheidung mit dem Shuttle halt irgendwie eine andere ist. Ob das halt irgendwie ein bisschen positiv ist, ob du auch nur siehst, wie wir einfach ins Shuttle einstecken, dann war's das. Weil das würde mich jetzt nochmal interessieren. Ich meine, das wäre halt so ein leichtes Silverlining mal von abgesehen, dass ich Tage verloren hätte, Arasaka immer noch existiert. Und der andere Scheiß halt trotzdem sich nicht geändert hat, ne? Oder kommt jetzt direkt Hellmann? Ne, und das Hellmann, das waren vorher noch die Tests, ne? Vor allem, weil ich ja Wochen dadurch verloren habe durch diesen Unsinn hier mit den Tests. Das Nomadenende fast sogar noch besser, weil da hast du nämlich noch mehr Tage. Und da gab es halt immer noch diesen seichten Hoffnungsschimmer, dass es noch irgendwie eine Rettung gibt, ne? Jetzt kommt erstmal der Albtraum, oder? Oder ob man eine Geschichte rauskriegt, wenn man immer Johnny, Johnny, Johnny sagt. Das wäre natürlich auch interessant, ob man, wenn man die ganzen Gegenentscheidungen macht, ob man denn aus... Ob man daraus dann... Ja, ja. Ob man denn daraus rauskommt, aus der ganzen Geschichte, wenn du halt voll dazu stehst. Weil das klang so, als würde ein Johnny noch irgendwie noch eine Rettungsleine zuwerfen, ne? Das hat er nachher aufgehört. Ah, nee, das ist der Mond, ne?
Ach stimmt doch, das ist der Mond, nicht der Spiel, nicht der. Die Spannungen zwischen den Unternehmen Arasaka Corp und Minitech auf besorgniserregende Weise eskaliert. Muss ich mir das jetzt immer noch mal angucken? Kann ich das nicht abbrechen? Ich muss es wirklich noch mal angucken. Die Spannungen spitzten sich zu, als Erbe Yorinobu Arasaka Fernseher, viel Funktion. Den Tod seines Vaters Saburo Arasaka übernahm und Minitech beschuldigte, diesen ermordet zu haben. Cyber Cerberus? Nach der Rückkehr von Saburo Arasaka ein unerwarteter Sinnes. Wow, Power? Systemsverfolgung für Weltraumstation. Interessant. Okay, ich kann das tatsächlich komplett. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob sich das jetzt ändert hier. Ob sich mit ihrer komischen Data-Brille da nicht irgendwie ein bisschen lächerlich vorkommt? Antworten. Ich glaube, es ist schon zu spät, um Johnny zu sagen, oder? Null, null, null? Antworten Sie so schnell wie möglich. Mensch. John. Betreten. Nein. Es ist egal, was ich sage, ne? Hat sie ja nicht zwischendurch andere Klamotten an? Wie möglich, ohne da- Wie? Nein! Kognitiver Funk. Lösen Sie den Würfel. Nein, verdammt, es reicht! Ich hab genug, ich hasse diesen Scheißort! Lass deinen Frust raus, optional, leg dich schlafen. Ach guck mal, jetzt kann ich alles kaputt schlagen, das ist ja schön. Verfickte Scheiße! Man kann das Ding umwerfen? Obwohl, na gut, im Raumschiff. Achso, sie schreibt immer schön mit, wa? Dann machen wir das komplett jetzt hier noch. Das wird mir bestimmt als Aggressionsanfall ausgelegt, oder? Guten Morgen. Steh bitte auf. Hey, ist das wieder Helmon? Das Zeug liegt immer noch alles hier rum. Die Sonne ging vor genau 2 Stunden über Night City auf. Toll. Hier sollte echt mal jemand aufräumen. Was willst du? Sie wollen, dass ich mit... Hört's, der... Doch. Yeah. Soll hab... Ach, verdammt, jetzt hab ich die gleiche Option letztes Mal genommen. Der Arasa... Das... Nun, dein Körper... Wir... We- Lager... Bla, 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 bla. Es wo- da, 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 da. Ich. Die bisherige. Und yeah, wenn ich ablehne. Deine Sachen. Ich weiß, dass. Ich habe mich entschieden. Ich gehe zurück zur Erde. Nach Hause. Und in den sicheren Tod. Leb wohl, Anders. Dein Angebot war scheiße. Aber du hast mir was Besseres gegeben. Wovon redest du bitte? Früher war der Tod ein unausweichlicher Teil meines Scheißlebens. Du aber hast mir die Wahl gegeben, ihn zu meinen Bedingungen zu akzeptieren. Er scheint davon nicht so überzeugt zu sein, ne? Achso, ich kann die Tasche tatsächlich nehmen. Aha. Oder dann nicht jetzt trotzdem im Dings. A thing of beauty will never fade away. I see your eyes, I know you see me. You're like a ghost, are you everywhere?
Da ist wieder die Kette. Die Raumstation ist ziemlich weit draußen. Ich dachte, die Raumstationen sind näher am Planeten dran. Kette symbolisch darin, dass sie ihren Tod akzeptiert? Also an sich müssten die Sequenzen, die Dinger im Abspann jetzt ja anders sein, weil jetzt ist ja wie wieder zurück auf der Erde. Aber keine Ahnung, ob sich das jetzt so wie großartig unterscheidet. Will ich jetzt wirklich nochmal abwarten? Das Ding ist, das Johnny-Ende kann ja nicht besser werden, oder? Hey, wie ist die Aussicht von da oben? Okay, na gut, das ist die Erde so schön, wie immer behauptet wird? Du kannst es leider nicht unterbrechen. Auch nur eine Lüge. Denk dran, dass deine Implantate für die Schwerkraftbedingungen der Erde hergestellt wurden. Könnten im Orbit verrückt spielen. Komm bloß nicht auf die Idee, Fehlermeldungen zu ignorieren. Das soll ja wahrscheinlich jetzt nicht angedeutet haben, dass die Kette genommen hat und sich irgendwie die Fensterscheibe kaputt gehauen hat. Wenn du wiederkommst, ich bezweifle, dass die so leicht kaputt gehen. Mach ich einen Rundumcheck. Vielleicht kriegst du sogar einen kleinen Rabatt. Pass auf dich auf. Wenn müsste ja nicht Judy wissen, was Sache ist, oder? Wahrscheinlich sind die Dialoge genau die gleichen, wie wenn du stirbst. Hey, wie? Okay, das sind ja exakt die gleichen Dinger. Egal. Ja, nee, zurück zum... Na gut, okay, das war das Ende. Fehlt nur noch das Johnny-Ende und danach das andere Ende aus der Nomaden-Geschichte. Aber ich glaube, da komme ich auch so hin, wenn ich das Johnny-Ende einfach nehme. Ich glaube, Johnny und Penner am Ende genau gleich. Na gut, machen wir beim nächsten Mal.